Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Cesseria auf Splash. Blum, und da ist Rose. In der letzten Folge haben wir Eisen erledigt, den Bruder von Edna, beziehungsweise wir haben ihn erlöst, dass er jetzt in Ruhe schlafen kann. Als Toter und nicht als Drache. Und ja, ich habe geplant, in dieser Folge mal den letzten Schmelztiegel zu machen. Und... okay. Was? Diätkochs Albtraum. Okay, ich dachte jetzt, das wäre die Trophäe für alle Entdeckungen. Aber nur mit einer sehr, sehr langen Verzögerung. Das ist jetzt so, weiß nicht, 5 Minuten nach der letzten Aufnahme. Und wäre ein bisschen extrem gewesen, aber nein. Das, ich nehme an, das ist irgendwie Diätkochs Albtraum. Ich nehme an, so und so viele Gerichte gekocht oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und ja. Ich habe mal Rose angeguckt und gesehen, dass wir ja noch was frei haben. Und also, wenn jetzt hier nicht irgendwie so eine eindeutige Hinweis kommt, was jetzt zu tun ist oder so, werde ich wahrscheinlich den Schmelztiegel machen. Na, gucken wir mal. Hey, sehnt sich außer mir noch jemand nach einer Rohphase im Gasthaus? Vielleicht werde ich nur alt und klapprig, aber mein Rücken biegt mich um. Sieht abgekämpft aus. Sorry, und Edna. Und Edna sieht aus, als könnte sie sich auch etwas schwer schlafen tragen. Okay, das ist ein bisschen eindeutig. Dann gehen wir mal zu irgendeinem Gasthaus. Vollkommen egal welches, weil wir haben jedes Gasthaus, glaube ich, schon voll hoch gemaxt. Also ja, kommt wahrscheinlich noch irgendeine Cutscene oder so. Okay. Okay.微笑ましく眺めてるって顔じゃないね。見つけた答えを信じると頑張ってるお二人が無理をなさってないか。アイゼンのことだ。はい。無理してるに決まってんだろ。いくら自分で決めたからって本当は嫌なことだった。そうだな。けどま、しょうがねえ。決めちまったのも事実だ。ザビーダさん。ザビーダ。君も。はあ。 王子様ご一行、俺様は大したもんだと思ってんぜ。嫌なことだからって逃げずにちゃんと答えたもんだ。ザビード。そうですね。そうでした。そういうこと。どういうことだ。わからないの？ミボ。まだまだ子供ね。エドナ。ミクリオさん、心配するのではなくて、喋りすぎ。 これ宿題な、ミクボ。何が何だか。ね、ミクリオさんはずっと前に気づいているはずですわ。これがサパランということか。 Okay. Der Titel jetzt voll hochgestuft von Edna. Nochmal. Außer es kommt noch irgendwas. Ja, okay, kann auch sein. Rose hier ansprechen und so. Ich glaube, wir sollten Eisens Grab besuchen. Oh. Also war schon irgendwie gedacht, dass wir auch gegen den vorher kämpfen konnten, oder wie? Ehrenwürdiger Falkenkram hier. So. Gehen wir eben nochmal hin, obwohl wir da schon vor 10 Minuten waren. Weil, warum denn nicht? Der Weg nicht nur so lang wäre da. Bis dahin. Es kommt dann nochmal Eisen. Boah. Es kommt dann der Eisen aus Bleach. Okay. Ah, mach mal das. Wegen, weiß ich nicht. Einfach so. Warum denn nicht? Eisen, der immer ein Geschenk gemacht hat, war so eine Art.
一緒に行かなくても、お土産でお思い出をつなげられるもんね。ほう。旅ガラスのあなたらしいセリフね。エドナも気持ちは同じだろ?違うわ。教えないけど。かなりエドナっぽいセリフなんだけど。 お兄さんっても別の人なんだし、同じ気持ちじゃなくてもいいんじゃない?投資能力。マジで?ない、ない。そうね。お兄ちゃんと同じものを見てるのかなんて、どうでもいいことだったわ。そういうことではありませんわ。そうだよ。 お兄さんと違ったこと感じてても、悩まなくていいよって意味。だな。エドナの旅はエドナのものなんだから。面倒な子たちね。心配いらない。いいことばかりじゃないけど、旅は楽しい。おお。エドナが気持ちを素直に。赤飯だ。人間はそうするらしいぜ。いや、待て、落ち着け。 これはわなだ。いて、いた。って、お兄ちゃんは思ったのかなって話。さあ、行きましょう。ああ。またな。行ってくるね。お兄ちゃん。Hat Meteoroiden erlernt. Okay. Qualität wurde auch aufgestuft. Der erste Schritt mal mit einem Freund mit den Füßen in den Stiefel des Bruders. Okay. Mystic Art, Mystic Art. Ja, was ist das oben am Himmel? Okay, normale Start mit SA 5 oder höher. Ja, da wird dann Spaß, das zu aktivieren. Sie hat noch nicht mal 5. Das ist ein Problem. Aber okay. Warum nicht? Dann würde ich sagen, wir machen uns auf zum Schmelzen. Wir haben ja auch irgendwie geschaffen, ne? Wann habe ich den das erste Mal probiert? Ich habe den doch probiert, nachdem ich direkt auf die Hexeninsel wieder gekommen bin, oder? Welches Level war ich da? Keine Ahnung. Ich glaube noch nicht Level 133. Oh, ich muss mich mal. Ich war am Rücken gerade, dann ist mich. War mir die ganze Zeit am Jucken, ey. Boah, ist ja irre. Okay, haben wir das erledigt. Ja, da. Okay. Dann, weiß ich nicht. Muss ich in alles Teile einsetzen, nehme ich mal an, weil ich gehe direkt K.O. Game over, K.O. Also, ich sollte vielleicht mal seine Ausrüstung ein bisschen. 1150 Verteidigung. Ich nehme an, er kriegt kein Level up dadurch, also, gucken wir mal so. Mal ruhig einen guten Titel hier rausrücken. Zur Not gibt es ja immer noch einen Allesteiler. Weil ich meine, ich habe auch nicht so viel Schaden abbekommen. Nur es waren halt so viele Magierviecher, deswegen war das so ein bisschen schwierig. Jetzt Level 100. Verdammt nochmal 50.放置すんのは構わねえぜ。だが危ないからってのは黙ってられねえな。俺が負けると思ってんだ。ザビーだ。スレイは君を心配して。同じことだぞ。肝心なのはそこじゃねえだろう。どうし様よ。スレイさん、行かせてあげれば。やる気なんだよ、ザビーだは。女性陣のが腹が据わってんぞ。分かった。 任せるぞ、ザビーだ。おうよ、任された。
Theoretisch müsste er ja der stärkste von den allen sein, weil er, glaube ich, der älteste von allen ist. Level 83. Natürlich seid ihr widerstandsfähig gegen verdammt nochmal Wind. Das kommt schon. Ja, ja, wohl irgendwie schaffen wir. Verdammte Lähmung. Aber ich werde hier um alles Teile nicht umherum kommen. Aber wie lange ist die verdammte Lähmung noch dann? Ich komme nicht zu irgendwas, weil die mich die ganze Zeit mit Magie voll donnern. Gut. Das wird ein sehr langer Part. Macht euch drauf gefasst. Na, fangen wir noch mal von neu an. So, mein Name ist Zerweht. Ich hau euch jetzt kaputt. So, kommt mal her. Schnauze voll. Hat er eigentlich eine zweite schon? Himmel oder Hölle, ja super. Warte mal, wenn er 5 braucht, dann kann ich das sowieso nicht machen. Er ist auch voll der unfaire Schmelztiegel hier. Er hat ja nichts mit dem Level hier zu tun oder so. Einfach nur was damit zu tun, dass ich die ganze Zeit von Magie bombardiert werde. Ich habe doch gar keine Chance. Ja, ich habe endlich mal einen Gegner erledigt. Also da nützt meine Verteidigung gar nichts. Also ich bin schon wieder gelähmt. Ja, darf doch einfach nicht wahr sein. Hab ich irgendeinen Heilzauber angelegt? So wenig nur. Ja, kann noch ein bisschen dauern. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, warte mal. Ich werde euch jetzt umhauen. Melonengummi. Kampf für maximal KP eines Verbündeten um 30% erhöht. Bams. Okay, das war jetzt weniger als gedacht. So. Da die ganzen Heilgegenstände ja nur prozentmäßig heilen, ist das noch besser. Wartet. So, kommt her. Aber nicht besteht der Schmelzziegel nur aus diesen 5 Viechern, ja. Das ist aber sowas von Scheiße, ja. Weiß schon, warum ich Magierviecher hasse. Weil mich greift die an und dem macht das nichts aus, aber ich werde hier durch jeden Angriff hier gestunt. Mach mal einen Laser ein. Habe ich mal die erste Welle hier erledigt, ey. Gibt's da einfach nicht. Mal auf zu zaubern. Das hat nervig hier. Wehe, da kommen nur andere Magierviecher, ehrlich. Boah, ich höre schon wieder Magie irgendwo. Du willst mich doch hier verarschen. Er hat hier der ganze Schmelztiegel ist, ne? Dann wird das sehr nervig. Aber die können auch zaubern.
Bijugate? Derber Schlag. Aber egal. Schadensoutput ist nicht so hoch, also es hat ja kein Problem. Weil mit Eisheiler, Melonengummi, ich bin gewappnet. Aber warum müsst ihr alle zaubern können? Finde ich es doch mal jetzt völlig unnötig. Oh. One, two, three. Ey, jedes Mal, wenn ich dich angreife, gehst du einen Schritt zurück und zauberst. Ey, kannst du mal damit aufhören? Ist aber jetzt nicht wahr. Meine Güte, das muss doch nicht sein. So, bitte sag mir, dass du physisch angreifst. Ich habe 76. Das ist ein letzter Angriff, ehrlich. Wenn auch wir haben äußerst selten Sabit gespielt. Diesel aber, glaube ich, ein bisschen öfter gespielt. Aber Zavet wächst einen auch ganz schön schnell ans Herz, oder? So nach, weil nicht 100 Parts, sag ich das erstmal. Aber man versteht, was ich meine. Hier trotzdem ein bisschen mehr so Hintergrundstory von Zavet. Wenn als Elster Seraph in der Truppe müsste er ja wohl eine packende Story haben, oder? Wo sein Charakter war ja auch ein bisschen anders am Anfang gespielt. Alter, warum mache ich so viel Schaden? Jelas, Frank, what? Boah, das wird ein langer Part hier. Naja. Wenn die Mystic-Arts doch wesentlich bringen würden, ne? Aber... Jelas, Frank. Vielleicht sollte ich ihn doch mehr auf Art Angriff hier auslegen. Aber er hatte doch so viel Angriffskraft. So als, weiß nicht, als ich ihn bekommen habe. Deswegen dachte ich vielleicht, ich hätte ihn auf Dings packen sollen. Mal schauen, weiß ich nicht. Das wird ja noch ewig dauern. Screech, Frank. Ich meine, wie wenig das nur abzieht. Einfach nicht warten. Das macht auch nicht sehr viel mehr Schaden. Ich habe den Titel auch vor dem Kampf geändert. Er ist doch lächerlich. Ja, seid nicht anfällig gegen Wind, das ist ja richtig unfair. So, die müsste gerade einsetzen, danke. Ja, oh mein Gott. Da kommen noch mehr von diesen Viechern.
Warum ist denn alles mit Höllentor verbunden? Was zum? Er hat doch mehr Angriffskraft, oder? Und da hat er so lange. Ich weiß, ich habe Dingens drauf, aber trotzdem. Das ist auch krank. Ey, 21 Minuten und ich bin nicht sehr weit gerade, habe ich das Gefühl. Oh, jetzt bin ich schon wieder gelähmt. Ja, wird lange dauern. Meine Güte, Jellas Frank. Weiß gar nicht, was ich hier sagen soll. Es ist einfach nur ein ewig langer Kampf. So, oh mein Gott. 17 Minuten. Okay, hier werde ich definitiv ein paar Sachen rausschneiden, weil sind bestimmt noch 4 oder 5 verschiedene Gegner hier aufgetaucht und das hat unnötig lang gedauert. Also ja, hier werden ein paar Sachen rausgeschnitten. Das wird man bis dahin schon gemerkt haben, ne? Meine Güte. いや、参った。思ったより全然手強いでやんの。死ぬかと思ったぜ。自業自得。いかれてた錆ですわね。だから言ったのに。いいじゃん。結果オーライ。ははは。ひでえ言われようが。扱れ、ザビーだ。そっちもな。任せんのも楽じゃねえだろう。ああ。けど、それが俺の役目だ。そういうこと。 Lystra Rosario. Ah, Angriffskraft, super, genau, brauche ich auch. Oh mein Gott. Okay. Gut, hier werden auf jeden Fall Sachen rausgeschnitten und ja, ich werde ja schon längst gemerkt haben zu dem Zeitpunkt. Ich will nur mich selber nochmal erinnern. Weil ein 30-Minuten-Part, 32-Minuten-Part ist mir ein bisschen zu lang. So. Lass mich in Ruhe. Boah, ernsthaft. Lass mich in Ruhe. So. Jetzt haben wir noch das. Okay. Oh. Gut. In den Titel wechseln und dann auf zu den nächsten Bossgegner. Ja, ich konnte übrigens nicht die Bosse nochmal erneut bekämpfen. Was ich ein bisschen doof finde. Aber ich habe ja mit den Aragamis, also ist das kein Problem. Gut. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.